Hallöchen Leute, war alle mal Gutes und willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge, Challenge. Mit Randomizer, Mo. Und weiter geht's jetzt, Freunde, wir sind auf dem Weg. Route 122, das ist auf jeden Fall der Kurs. So, das ist der Kurs, da müssen wir hin. Wo ist die denn jetzt? Hier, okay, raus, runter, links, dann sind wir da. So, das scheint nicht weit weg zu sein. Hier, so ein Gemütlichkeits-, Quatsch, so ein schönes Wettbewerb. Waren wir erstmal nicht mit, das interessiert mich jetzt erstmal die Bohne. Ich habe gehört, auf dem Weg ein Turm sein soll. Ja, der Himmelturm. Da muss ich hin. Da gibt es Rayquaza, beziehungsweise gibt es nicht. Denn das ist ja ein random Pokémon. Aber es gibt immerhin ein zufälliges, anderes, legendäres Pokémon, wohlgemerkt. Es könnte also sich um ein Mewtwo handeln oder ein Mew oder ansonsten kranken Scheiß, ja. Bitte, du suchst ein Schiff, aber momentan nicht. Okay. Danke für die Auskunft, die uns nicht weiterhilft. So, wo ist jetzt hier die blöde Route 122? Wir müssen einen weiter höher, wie es aussieht. Jawohl. Okay, jetzt wollen wir aber hoffen. Jetzt irgendwie nach unten gleich. Zack. Route 21. Wo ist denn die 2? Ist das der Seeweg? Nee. What? Warte mal. Was ist das hier? Stopp. Was stand hier? Seegras Ulb. 21, ja. Okay, warte mal. Sind wir jetzt schon zu weit? Geht es in der Stadt runter oder was? Ah, nee, wir müssen noch weiter nach links. Ah, alles klar. Okay, das sieht ja aus, als ob es dort eine... stopp, wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Ich muss hier rum. Oh, war klar, ey. Oh, Magnetilo, oh Mann, ich hätte so gerne... Ah! Ich hätte so gerne ein verdammtes Elektro-Pokémon. Okay, aber hier können wir natürlich mal schön mit unserem Frosch arbeiten. Bam! Knochenrang, schluck das. Oh, ist das geil, oder was? Ist das geil, Mann? Nice, ey. Oh, Dragosso, Junge. Ich finde dich jetzt schon geil, echt. Okay, so. Wo, hier lang musste ich, gell? Ja. Alter, finde ich auch noch eins. Pff, das Spiel, das will mich einfach nur so verarschen, ey. Das ist so krass. Ich will doch schon so lange ein Elektro-Pokémon. Und dann noch ein Magnetilo. Mein liebstes Elektro-Pokémon. Krieg's einfach nicht. Okay, warum konnten wir eigentlich nicht in die Safari-Zone gehen? Da waren wir doch auch schon mal unterwegs. Warum durften wir hier nicht rein? Warte mal. Willkommen. 500. Probieren. Alles klar. Ich mach so eine blöde Riegelbox. Okay, Leute. Dann wieder zurück. Wir müssen... Magnetilo! Nein, ein Weimer! Na, hallo! Ist das geil! Okay, Flucht. Oh, das war ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen riskant, ne? Wäre das Vieh, wäre ich jetzt nicht geflohen bekommen, keine Ahnung, dann hätte das durchaus übel enden können. Okay, hier. Hier gibt es wohl eine Pokel-Riegelbox. Dann gib sie mir. Du da, gib her! Yippie! Riegelbox, Dame am Empfang. Wo denn? Du hier oder was? Hallo! Na, keine Pokel-Riegelbox. Ah! Yes! Okay. Hallo! Ja, ich will aber nicht. Nein, danke. Ich will einfach nur eure... Upsala. Ich will einfach nur eure Goodies haben. Mehr will ich von euch nicht. Ich will einfach nur was umsonst bekommen und dann bin ich wieder weg. So schnell könnt ihr ja nicht gucken, wie ich ja wieder weg bin. Zack! Woohoo! So sieht's nämlich aus. Okay, jetzt haben wir die Pokel-Riegelbox. Und ich überlege gerade die ganze Zeit nebenbei. Ne, stopp. Ah, Mann, schon wieder falsch abgebogen. Oh, Mann! Ich überlege schon die ganze Zeit. Haha, und Dragosso. Wo ich. Ich überlege die ganze Zeit, gegen was Dragosso, sprich Boden, nochmal alles gut war. Gegen Elektro ist mir klar. Gegen Gift, oder? Gegen mehreres auf jeden Fall. Gegen Käfer oder sowas komisches. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, dass ich das auch effektiv einsetzen kann. Okay, Freunde. Safari-Zone. Interessanter Shit. wir können ein Pokémon fangen. Ein geiles Pokémon können wir fangen. Ansonsten weiß ich leider nicht... Ansonsten weiß ich leider nicht, was es in der Safari-Zone hier in dieser Version gibt. Ein verstecktes Haus gibt es nicht. Aber es wird bestimmt einen... Irgendwas geben hier, oder? Ich weiß, man kann irgendwo mit dem Kunstrad lang düsen. Und es gibt... Tja, was gibt es dann? Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, bevor ich ins Gras trete. Okay, hier könnten wir surfen. Frage ist nur, wohin? Sieht man nicht? Doch, darunter. Aber man sieht nicht, was da ist. Ah, ich glaube, das machen wir mal. Komm.
Mal schnell da runterballern. Jawohl, ein Item, habe ich mir doch gedacht. Top-Leber, hat sich doch gelohnt, oder was? So, ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht angegriffen, denn ich würde das Pokémon gerne im Rasen fangen. Okay, wir gucken mal. Aha, da braucht man ein Eilrad für, wenn ich mich nicht irre. Richtig? Brauchen wir da ein Eilrad für, ne? Zum Hochkrachen, wir haben nur ein Kunstrad dabei. Na toll. Na toll. Ja, das wird nix. Da brauchen wir ein Eilrad für. Okay, machen wir hier schon mal einen Haken dran. Aber irgendwo gibt es diese Leitern-Dingsbums, wo man auch mit dem wo man dann mit dem Kunstrad weiterkommt. Okay, ich gucke mich erstmal nur um. Na, komm her. Weißt du, weißt, wo du in die Kiste dort legst? Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. So viel Ahnung habe ich, mein Kleiner. Okay, so, wo ist jetzt hier? Es ist geil, dass man... Hey, was ist denn hier los? Das ist interessant. Diesen Gebiet finden Bauarbeiten statt. Aha, okay. Man kann also später nochmal in die Safari-Zone kommen, oder was soll das bedeuten? Hier ist es, Freunde. Davon habe ich gesprochen. Hier komme ich her, oder was? Ja. Davon habe ich gesprochen. Was ist denn hier? Ist da was? Oh, schnell durchgeschlüpft. Okay, gibt es hier Steine? Nein. Hier was? Nein. Sieht das so itemmäßig aus? Was? Oh, Zeit ist abgelaufen. Ach, es gibt eine Zeit. Aha. Okay. Haha. Das habe ich nicht gecheckt. Ja, da stand doch aber auch nichts. Ich habe doch extra geguckt, Leute. Darum habe ich doch extra geguckt. Hier. Wo steht denn hier bitte eine Zeit? Hier steht keine Zeit. Super. Na gut, da muss ich mich also doch ein bisschen beeilen. Gut, dann krachen wir jetzt gleich nach oben. Und ich glaube, wir fahren einfach direkt mit diesen Dingern hier. Ne, weiter, die Leute, habt das Rad vergessen. Ja, das passiert mir aber nicht. Da drin sollen... Gegen das hier, warte mal. So, hier. Da drin sollen also seltenere Pokémänner leben, hm? Das klingt aber sehr interessant. Als ob das für mich in einer randomisierten Version einen Unterschied machen würde. Aber gut. Wir können ja erstmal in dem Gebiet fangen, wo es per se spielimmanent sozusagen seltenere gibt. Auch wenn das einen Scheiß bringt, ja? Ich will Wasser-Pokémon fangen, die es mit Höhen nicht gibt. Wo ist hier See? Nein. Pass auf, Freunde, wir könnten hier was kaputt machen. Und dann gäbe es mit Sicherheit ein Pokémon da drunter. Kann man hier hoch? Warte mal. Hüpf. Jawohl. Zack. Schaut euch das an. Cool, oder? Ist das cool? Okay. Ja, ich weiß immer nicht, wo ich mir jetzt hier ein Pokémon fange. Ich mache mal was ganz Komisches. Fangen mal eins unterm Zertrümmerer. Was? Kein Zertrümmerer bei? Wie ist das denn? Wo ist denn der Zertrümmerer hier? Hier ist er doch. Was habe ich denn abgelegt? Kampf. Stopp. Wie viel hat es? 20 Stärke. Meine Herren, Leute. Meine Herren. Wenn sich das nicht mal lohnt beizubringen, dann will ich auch nicht, ey. Oh, Alter, wie bringen wir das denn jetzt bei? Tja. Eieiei, das ist aber schwer. Das ist aber schwer. Ich glaube, ich mache es nicht, Freunde. Ich werde dir zur Trümmerer beibringen. Okay, da ist es. Da ist es. Komm schon. Gib mir mal ein richtig geiles. Ein Elektro-Pokémon. Lampi ist Elektro, oder? Ist das nicht Elektro? Ist das nicht Elektro? Lampi ist ein Elektro-Pokémon. Wenn ich mich nicht irre. Wasser-Elektro oder sowas. Aber es ist ein Elektro-Pokémon. Okay. Ich brauche dieses Lampi. Ich brauche es. Bitte. Nein, bitte bleib hier, Lampi, bitte. Okay. Ich weiß nicht, nee, ja, Pokeril, was ist das? Ich werfe einen Ball. Bitte. Nein, Lampi, bitte. Bitte, Lampi, ich möchte dich so gerne haben. Ich brauche ein Elektro-Pokémon. Bitte, Lampi, bitte. Nein! Ah, Mann! Was muss ich tun? Muss ich näher ran? Dann haut es ab. Pokeriegel? Dann ist es zahm, aber geht wahrscheinlich weniger im Ball. Darum werfe ich einfach weiter. Komm schon, Lampi, bitte. Ah, Mann! Bitte bleib hier, Lampi. Ja, bleib hier. Bitte bleib bei mir. Bitte bleib bei mir, Lampi. Oh, Leute. Es hat nur
58 Parts gebraucht, dass ich ein Elektro-Pokémon in meinem Team begrüßen darf. Bei Gefahr entweder es positive und negative Ladung zwischen seinen Antennen. Es lebt so tief im Verborgenen, dass kein Sonnenlicht, dass es kein Sonnenlicht kennt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist weiblich. Oh mein Gott, okay. So, wir haben hier einen weiblichen tatsächlich. Wolfi, beziehungsweise wenn es ein weibliches ist, Wolfgirl. Ich finde aber ehrlich gesagt Wolfi hübscher. Passt jetzt nicht so zu einem Lampi, muss man auch ehrlich sagen. Nee, passt auch, eigentlich passt es echt nicht zu einem Lampi. Aber Milan, ich weiß nicht, ob Milan männlich oder weiblich war. Ich finde aber Milan passt deutlich besser dazu. Dann gehen wir mal davon aus, dass Milan der weibliche Name war. Es gibt ja Milan tatsächlich als weiblichen und als männlichen Namen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Man kann es auch Milan aussprechen oder Milan. Wer weiß, aber ich glaube, es ist auch ein weiblicher Name. So, darum ist das jetzt ein Milan. Und Alter, bin ich gerade gehypt. Darauf trinke ich Schluck Energy. Alter, wir haben tatsächlich ein Lampi. Ein Elektro-Pokémon! Verdammt! Teddiosa, ich bin froh, dass ich dich nicht gefunden habe. Wir haben tatsächlich... Oh nein, stopp! Nein, das wollte ich nicht. Sorry, Leute. Ich wollte gerade im Kampfmodus. Ich wollte gerade kämpfen. Zack, töten. Super, haben wir nicht. Perfekt. Weg mit dir. Komm, Flucht. So, hier, den Ball will ich. Den will ich haben. Calcium. Reinstes Calcium. Ja, klasse. Calcium kann man mal haben. Kann man mal haben, ne? So, hier ging es weiter, oder? Nee, wo kommen wir denn her? Kommen wir hierher? Scheiße, wo kommen wir her? ah ja, hier, okay. Ging es hier nicht weiter? Warte mal. Hier ist nichts. Hier war auch nichts. Hey, fahre ich hier gerade im Kreis oder was? Ich fahre im Kreis. Ja, herrlich. Super. Noch eine Runde. Komm. Wo geht's denn hier weiter? Hier. Nee, auch nicht. Komm, wir müssen den ganzen Weg zurück. Wow, nun Duster. Das zum Beispiel. Das würde ich Wolfi nennen. Aber hallo. Das passt dazu. Wolfi ist halt irgendwie ein böser Name. Da braucht man auch so ein böses Pokémon. Nicht so ein Lampi. So ein Lampi da. Ding Dong. Na, endlich. Ist das geil. Verdammt normal, ey. Wir haben ein Lampi. Leckt mich am Zückerli. So. Okay, ablegen. Oh, jetzt ist... Oh, ja. Das ist jetzt aber heftig. Ja, warte, legen wir ihn ab, Leute. Das Blütenior. Da kann ich nicht ablegen. Kidney, auf keinen Fall. Nein. Nein, das will ich nicht ablegen. Leute, wir haben leider zwei Wasser-Pokémon. Oh. Wir haben halt leider zwei Wasser-Pokémon. Das kann eigentlich nur leider das Tyrakrok sein. Das kann das eigentlich nur sein. Aber ich sage mir, es ist ja nicht weg. Ja, wir haben es ja in der Hinterhand. Seid nicht allzu traurig, Freunde. Okay. Und es ist für einen guten Zweck. Wir nehmen das Lampi mit. Ja. Okay, wir nehmen das Lampi mit. Das muss sein. So, lasst mich... Achso, stopp, falsch rum. Lasst mich das mal kurz abchecken hier, was wir hier überhaupt haben. Elektrowasser. Endlich. Oh, Fähigkeit, mehr Pokémon-Begegnung. Das ist ja toll. Das ist ja super. Nicht. Okay. 32 Angriff, 38 Spezialangriff. Das scheint gut zu sein. Okay. Dreschpflege, Funkensprung, sehr gut. Aquaknarre, setzen wir gleich. 6500, das ist doch schon mal was, Leute. Konfustrahl, nice. Okay, wir haben tatsächlich eine Elektroattacke im Team. Ich kann es noch gar nicht begreifen. Ich kann es noch gar nicht begreifen. Und wir haben auch noch Surfer für dich. Wo bist du? Hier. Was, Blüte kann Surfer lernen? What? Da habe ich mich bestimmt schon mal gewundert, oder? Als ich das irgendwie beibringen wollte, habe ich mich bestimmt schon mal gewundert. Okay. Das ist auch geil, Dreschpflege. Aber hier kommt erstmal die Aquaknarre weg. So. Oh Gott, ist das nice, ey. Haben wir noch irgendwas Geiles? Nee, es geht nicht. Schockwelle. Oh! Stärke 60, verfehlt niemals. Aber wir haben ja schon mal Funkensprung. Das war's. Ja, echt nur Scheiße, Leute. Wir haben nur Scheiße am Start. Ist ja Hammer, echt. Okay, ich darf nicht vergessen, hier gleich noch das Pokémon einzutragen in der Safari-Zone. Alter, bin ich glücklich. Wir haben tatsächlich ein Elektro-Pokémon. Habe ich das schon mal erwähnt. Okay, und hier haben wir Route 122. Das muss es ja sein. Alles klar, Leute. Das war ein erfolgreicher Part. Findet ihr nicht?
Wenn euch genauso gefallen hat wie mir, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut und ciao.